Hallo, hier euer Streamcakes. Heute mal bei Streamcakes fragt. Ja, eine Art Krimi. Daher auch diese unterschwellige Musik hier. Es geht tatsächlich bei Streamcakes fragt heute um jemand völlig anderen. Nur normalerweise mache ich über denjenigen ganz, ganz andere Videos. Allerdings, heute, sagen wir es mal so, ist tatsächlich eine Art Krimi ausgebrochen. Ne, Frau Bronislava hat da ja so ein paar Sachen ins Netz gestellt, zwar mittlerweile wieder gelöscht, aber diese Sachen waren nun mal vorhanden. Und um zwei Videos möchte ich mich ganz gerne heute mal unterhalten. Das erste Video ist dieses hier. Es geht hier tatsächlich in diesem kleinen Krimi um ja einen TikToker namens Plotti, ne? Und eine TikTokerin namens Lehrer. Diese beiden haben sowohl Frau Birella so ein bisschen zur Weißglut gebracht, würde ich sagen, ne? Woraufhin sie ja dieses kleine Video hier in den Äther geschmissen hat. Das hören wir uns auch mal ganz kurz an, was sie da so zu sagen hat. So, und noch was, sollte jemand von Haterbubble Kontaktdaten von Plotti und Lehrer haben, bitte schreib mir auf Telegram. Wenn nicht, dann muss ich wieder Anzeige machen an unbekannte Täter. Ja, das macht man eigentlich grundsätzlich, ne? Einen Aufruf zu Straftaten, das ist schwierig. Das ist wirklich ganz schwierig, Frau Birella. Das sollte man auch gar nicht tun, ne? Ob jetzt auf TikTok, auf sonst irgendwo, das macht man nicht. Ne? Weil man macht sich, wenn man zu einer Straftat aufruft, sich selber straffällig. Plotti oder Lehrer, falls einer von beiden dieses hier sieht. Ja, ne, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Aber hören wir mal weiter. Weil er rennt die Menschen nach uns, sagt, macht das nicht mit dir, sie ist gefährlich. So. Nein, ne, das macht dieser Plotti nicht. Plotti macht eins, der sagt, bitte nicht mit Birella streamen, weil diese Frau ja nicht gut ist. Ne, diese Frau ist etwas kränklich und TikTok tut ihr nicht gut. Und genau das sagt Plotti und genau das sagt auch Lehrer. Da muss ich beiden auch zustimmen, weil das sage ich auch immer wieder. Ich weiß jetzt nicht, was sie hiermit genau bezwecken möchten. Ne, machen Sie doch ganz einfach wieder eine Anzeige gegen Unbekannt und dann ist das in Ordnung. Diese Plotti. Und ja, Zoe Lando hat mir gedroht mit Rufmord. Die haben das Video gelöscht. Ich habe Screenshot. Wer will, schreibt mir auf Telegram. Jetzt. Das Problem auf Telegram ist, sie haben fast alle, aber wirklich fast alle geblockt. Ich würde dieses Video oder diesen Screenshot auch gerne sehen, aber diesen Screenshot hatten sie ja auch schon mal auf ihrer Beweiseplattform und dort ja ist genau das Gegenteil rausgekommen, dass sie bitte Zalando in Ruhe lassen sollen. Ansonsten bekommen sie Schriftverkehr von seinen Anwälten. Aber das hatten wir ja auch schon mal. Wie gesagt, sie machen sich hier gerade strafbar. Kann ich sowieso nicht streamen. So und. Richtig, ne? Sie können sowieso nicht streamen momentan, was vollkommen korrekt ist, dadurch, dass sie ja in dem Knaststream, so nenne ich den jetzt mal, ne? Sorry, falls sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, Bilder gezeigt haben, die ja nicht auf TikTok gehören. Möchte ich es mal harmlos darstellen.
Ne? Das, was Sie hier gerade machen, ist tatsächlich Aufruf zu einer Straftat. Ne? Da kann sowohl Lehrer als auch Plotti etwas gegen tun. Ne? Schauen wir uns doch nochmal den zweiten Teil Ihres Videos an. Ne? Sie haben ja heute so viel hochgeladen, ich komme kaum hinterher. Ne? Ich glaube, heute werden es 3, 4, 5 Videos, keine Ahnung. Ne? Sie machen momentan so viel Arbeit. Das glauben Sie gar nicht. So, hier nun der zweite Teil Ihrer Videoreihe, Ihrer, ja, ne, Krimireihe quasi. Schauen wir doch hier auch mal rein kurz. So, ne, mal schauen, was Frau von und zu jetzt hier so von sich gibt. Das kann ja nur noch interessanter werden. Oh, meine Lieben, wir haben die Identitäten. So. Also Sie haben die Identitäten von Lehrer und Plotti. Okay. Da haben Sie ja welche so ganz, ja, wie soll ich sagen, Kriminalbeamte, ne? Oder wer, von wem haben Sie diese? Entweder Plotti, eure Game, was gar nicht existiert. Ihr stellt euch selber in Deutschland zur Polizei. Ganz ehrlich, warum sollten Sie das tun? Beide haben keine Straftat begangen, Frau Birella. Ne? Warum sollten Sie dann zur Polizei gehen und sagen, Jung, liebe Polizei, ich kritisiere Frau Birella. Wissen Sie, was unsere deutsche Polizei oder selbst die österreichische Polizei dazu sagt? Die würden sich wahrscheinlich darüber totlachen. Aber eigentlich sogar definitiv drüber totlachen. Ne? Diejenige, die sich jetzt ganz dringend zur Polizei begeben sollte, mit diesen beiden Videos, sind Sie und sich tatsächlich freiwillig stellen. Ne? Sie haben eine Straftat begangen, Frau Birella. Ich werde, wenn mir wieder besser geht, meine Polizei darüber informieren, ob sich da jemand gemeldet hat. Wenn nicht. Ihre Polizei oder die Polizei in Österreich? Also, Frau Birella, ganz ehrlich, Sie haben eigentlich graue Augen. Ne? So gräulich. Im Moment sieht man da eigentlich nur noch eine Pupille. Ne? Nur noch eine schwarze Pupille. Ich habe das Ding tatsächlich mal rangezoomt. Frau Birella, haben Sie da vielleicht irgendwie wieder Medikamente zu sich genommen, die nicht so ganz erlaubt sind? Das ist nur eine Frage. Ne? Oder was ist passiert, dass ne, Sie diese Augen haben? Plotti war Nummer 1. Ich habe deine Identität. Geh zur Polizei, erklärt die ganze Situation und die ganze Telegram-Gruppe. Bye. Sie haben wahrscheinlich gar nichts. Wenn dann tatsächlich nur eine Fake-Adresse. Ich weiß es nicht, ne? Keine Ahnung. Ich habe Plotti noch nicht wieder gesprochen. Seien Sie sich damit aber nicht so sicher, dass Plotti oder sonst irgendjemand sich falsch verhalten hat. Die einzige, die sich gerade hier falsch verhält, ne? Und zwar strafrechtlich falsch verhält, sind Sie, Frau Birella. Es tut mir leid. Ne? Das sind tatsächlich Sie. Hi. Ne? Sorry, aber das hier, was Sie hier gerade frei ins Netz gestellt hatten, zum einen Aufruf zu einer Straftat, zum anderen Vollenden einer Straftat. Weiß jetzt nicht, ob das so toll ist. Aber gut. Ja, so viel ne, zur Lage Plotti Birella, beziehungsweise Plotti Lehrer Birella. Falls es da was Neues gibt, ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. Bis dann, euer kleiner Streamkeks.